Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat die Lage am von Russland besetzten ukrainischen Kernkraftwerk in Saporischschja als äußerst unbeständig und fragil bezeichnet. Der Chef der Behörde, Rafael Grossi, sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Situation im Kernkraftwerk, das russische Truppen Anfang März erobert hatten, von Tag zu Tag gefährlicher werde. Damit eine Nuklearanlage normal und sicher betrieben werden kann, gibt es eine Reihe Normen, die eingehalten werden müssen. Wenn wir uns die Situation ansehen, die sehr spezielle Situation, die wir in Saporischschja haben, dann sehen wir, dass die meisten dieser Prinzipien, wenn nicht sogar alle, verletzt wurden. Grossi appellierte dringend an Russland und die Ukraine, Experten den Besuch des weitläufigen Komplexes zu ermöglichen, um die Lage zu stabilisieren und einen Atomunfall zu vermeiden. Unterdessen hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, in der ukrainischen Region Lviv ein Depot mit von Polen gelieferten Waffen mit einem Raketenangriff zerstört zu haben. Das ukrainische Militär veröffentlichte seinerseits Bilder, die den Gebrauch der von den USA gelieferten HIMARS-Raketensysteme zeigen soll. In einem neuen Bericht von Amnesty International werden beide Seiten für die Gefährdung der Zivilbevölkerung durch ihre Kampftaktik kritisiert. Russland mit seinen wahllosen Raketenangriffen und die Ukraine, weil sie Zivilisten durch die Errichtung von Stützpunkten und den Betrieb von Waffensystemen in Wohngebieten in Gefahr bringt. Derweil hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dem estnischen Außenminister Urmas Reinsalu für die Unterstützung seines Landes gedankt. Dabei wurden vor allem die dringend benötigten Mittel für den Wiederaufbau der beschädigten Infrastruktur der Ukraine erwähnt.